Meine Damen und Herren, schalten wir wieder nach Deppendorf. Wie sieht es aus in der Hauptstadt der Trendsetter und Lifestylisten? Ey, gar nicht gut, ey. Ich sag dir, Alter, ey, was hier so abgeht, ey, ist gar nicht gut, ey. Die meisten People, ey, die sind so mega abgefuckt, ey. Keine Ahnung, die hängen nur noch ab und checken's nicht, ey. Nichts move mehr, ey, nichts groove mehr, ey. Überall nur mega Stau und total der Stillstand. Made in Germany, voll auf dem Highway to Hell, alles getuned und gefaked. Zum Frühstück schon voll abartige Karzinomwurst. Und Achtung, Achtung, der Verzehr dieser Fleischbeilage kann tödlich sein. Ey, das zieht sowas von runter, ey. Und ganz unten, da kommt's, ey, dann so richtig fett, ey. Der Kaiser, ey, verstehst du, der Kaiser, der hat die Hosen voll, ey, und wird in die Scheiße geritten von zwei korrupten Kalkeimern, so Platini-verblatterten Wichsern, die heute noch leben, wenn sie nicht gestorben sind. Ey, das ist so krass, Alter, ey, das ist so mega krass, ey. Ey, und was macht die Regierung? Ich frag dich, ey, was macht die Regierung? Ja, also, das wollte ich eigentlich auch gerade fragen. Was macht die Regierung? Ja, ey, welche Regierung, Alter, ey? Drei Fragezeichen im luftleeren Raum, da kommt nichts, absolut nichts. Und wenn was kommt, dann sagt der Seehofer Hüdem, Gabriel Hott, und die Merkel sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, guck dir die Typen an, ey, die ziehen so runter, ey, die sind so scheiße drauf, du. Ey, keine Ahnung, aber wenn du da zu lange hinguckst, da kriegst du voll den Depri-Schock, da stirbst du den Tod in der Hose. Und draußen, ey, auf der Straße, ey, marschieren die Pegida-Penner und behaupten, das Boot ist voll, obwohl die nicht bis drei zählen können, die Flachpfeifen, ey. Doof wie die Butterbrotdosen, aber immer das Maul auf, also, ey, wenn du mich fragst, so, ey, keine Ahnung, aber wenn du mich fragst, kann die sind auf Alk, du, ey, oder auf schlechter Droge oder wahrscheinlich alles zusammen. Ey, Junge, ey, wie assi ist das denn, du? Ich würde sagen, ziemlich assi. Bei den Pegidas sind aber auch einige Bürger anständig dabei und die kriegen ja Rückenwind von ganz, ganz oben. Genau, zum Beispiel von diesem Vollhorst hier aus Bayern. Ich sag dir, der Typ, der ist total auf Weißwurst. Wenn der den Mund aufmacht, ey, immer nur so Geifer, Geifer, ey, voll gegen die Refugees. Aber das ist ja bei allen angesagt, nicht? Refugee-Dissing. Gestern rein, heute raus. Gestern Grenzen auf, heute Grenzen zu. Macht zu die Tür, ey, das Tor macht dicht, die fremden Menschen wollen wir nicht. Jetzt posten die im Netz die Horrorbilder, damit die Refugees bloß nicht denken, Germany wäre das Paradise on Earth. Von wegen, ey, voll überfüllt. Und dann nur so Horror-Pictures, ey, von verbrannten Unterkünften und dass die hier nicht safe sind, die Flüs, wegen der Kriminellen mit den Brandbeschleunigern. Die haben da ganz amtlich eine echt krasse Kampagne gestartet. No place, weil alles so rappelvoll ist, wie der Dancefloor am Saturday. No home, weil das Dach in den Köpfen lichterloh brennt. Ey, wie Bodenstroh im Nazi-Brain. Und no food, ey, keine Ahnung, auf jeden Fall nur so ein Fraß, den kein Schwein frisst. Gestern war die Merkel noch als Angel, ey, und Mutter Teresa auf jedem Selfie. Heute macht sie einen auf Bitch und stellt Germany's most ugly face ins Book. Keine Ahnung, ey, das ist so doch total mega agro-uncool, oder? Ey, was sagst du, Alter? Nun, ich sag erstmal Danke nach Deppendorf. Ja.